Das nächste Highlight ist nun schon mehrmals bekannt hier im Bund. Gesehen hat einen schönen Tag schon ein oder andere. Genannt wurde auch schon das Großfeuer hier im Radewelt im Keller. Die Hochwasserlauf in Spöntitz und viele, viele andere Einsätze haben uns schon mehrere Jahre zu denken gegeben, unsere Taktik, nicht nur Taktik, sondern die Einsatzleitung zu verbessern, zu verstärken. Und da ist der LW1 auch das passende Werkzeug für uns, um uns besser selber zu führen und auch mal den Platz zu schützen. Es ist ein schönes Fahrzeug geworden, wie vorhin gesagt wurde, der erste Komplett mit dem deutschen Finanzminister. Kein existieren. Wir müssen jetzt selber noch dran spielen. Es gibt noch keinen Haken drin, den Maßnahmen drin. Werden wir tun in den nächsten Tagen und Wochen. Jedes Fahrzeug bedeutet so aus dem Einsatzleitwagen viele, viele Stunden Vorbereitung. Wir haben in einer kleinen Gruppe, Beschaffungsgruppe zusammengesessen, weil ich denke, am Ort haben ganz herzlich Dank, die damit gewirkt haben. Wir haben diese Woche abgeholt. Meinen herzlichen Dank dafür. Und Finanzen wurden ebenfalls schon angesprochen. Das Fahrzeug hat 120.000 Euro gekostet. Mit der Festbetragsfinanzierung mit 38.000 Euro und Landratsamt. Auch nochmal herzlichen Dank an das Landratsamt und an unsere Stadträte für das Verständnis für, nein, Verständnis ist falsch, für die, das Wissen, so etwas in unserer Stadt zu brauchen, dass es für uns als Feuerwehr wirklich ein sehr gutes Mittel ist, um unsere Einsätze besser führen zu können. Für viele Menschen ist Feuerwehr ein rotes Auto, wo Wasser rauskommt. Auch die Zeiten sind lange schon vorbei. Technische Hilfeleistungen sind angesprochen worden. Drehleiterfahrzeuge haben bewusst worden, Löschfahrzeuge, Tankwerksfahrzeuge. Und um diese ganze schöne neue Technik zu koordinieren, zusammenzufassen und besser führen zu können. Darüber haben wir jetzt das Unterbrechen bekommen, unsere Ehre. Also nochmal herzlichen Dank an alle, die für die Finanzen gesorgt haben, die für die Beschaffung da waren und jetzt im Vorfeld nochmal ein Dankeschön an die Kameraden, die sich an den Auto ausbilden werden. Es wird viel Zeit wieder davon, Freizeit, die wir zusätzlich im Gerät einbringen und im Fahrzeug. Es macht uns aber allen Spaß, wir freuen uns über das Auto und ich bitte jetzt, den neuen ERW vorzufahren. Das ist er nicht. Gut, ja.